Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Sonntag, der 17. März 2019. Heute etwas entspannter, also nicht unbedingt schön, aber nicht ganz so emotional aufwühlend wie das letzte Video. Dieses Video können sich auch alle wieder ansehen. Hier gibt es keinen Warnhinweis für nähere Verwandte, Bekannte aus meiner Vergangenheit. Ich habe etwas erzählt von einem Brain Radio. Und da zeige ich gleich mal ein Bild dazu. Ich habe so ein Brain Radio und habe leider zu spät bemerkt, dass ich Zielperson bin und habe keine Ahnung gehabt, dass nachts einfach irgendwelche Geheimdienstler in die Wohnung kommen, einen betäuben und dann ein etwas in das Gehirn einpflanzen. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Darauf kommt man auch erstmal nicht. Man denkt, man lebt in einem Rechtsstaat und wenn man nichts Böses getan hat, dann muss man ja auch nichts befürchten, so denkt man. Aber diese Vorstellung war leider falsch. Ich zeig mal eben dieses Bild. Vielleicht gleich ein paar Kommentare dazu. Es sind zwei Bilder. Das obere Bild zeigt eine Kanüle. Da drin bewegt sich das Implantat. Es ist eine Nadel. Und unten, also in der Mitte, sieht man, wie mit einer Apparatur dieses Implantat durch die Kanüle in das Frontalhirn, also praktisch durch die Nasenhöhle, hinter dem, ja, unter dem Auge oder so etwas hinter dem Auge, dann das Frontalhirn mit der Kanüle anfixiert wird oder angesteuert wird. Also anscheinend bis der Kontakt da ist. Und dann, wenn der Kontakt da ist, dann wird dieses Implantat durch die Kanüle eben wahrscheinlich mit Druckluft so hochgeschossen oder eingeschossen. Und dann die Nadel, das untere Bild, dringt dann etwas tiefer ein, dass der Körper, also von dem Implantat, also wo eben wahrscheinlich die ganze Elektronik drin sitzt und auch die Antenne, weil es gibt einen Funkkontakt nach außen. Das ist der große Körper und die Nadel geht eben tief genug rein, um mit dem Nervengewebe, also mit den Nerven Verbindungen aufzunehmen. Das Ganze braucht dann eine Weile, bis es aktiv wird. Es muss erst einwachsen, also die Nervenbahnen müssen drumherum wachsen, um diese Nadel eben. Und am Anfang merkt man eben gar nichts. Und ich habe es nicht gewusst, weil ich war so betäubt, dass ich keine Erinnerung hatte. Ich hatte einen komischen Traum. Etwas fliegt in meine Nase oder in mein Auge. Ich weiß es nicht mehr genau, was ich geträumt habe. Ich kann mich noch erinnern, wie jemand meinen Kopf gehalten hat und jemand anders im Hintergrund etwas gemurmelt hat. Und derjenige, der also direkt an mir zugange war, hat dann als Antwort so, wahrscheinlich, ja, ich bin soweit. Und dann sind die Herren wieder verschwunden, geräuschlos. Ich habe das nicht gewusst. Ich war so betäubt, dass die Erinnerung erst viel später kam. Die Betäubung wahrscheinlich durch das Hausnetz. Ich habe damals die Sicherung noch nicht ausgeschaltet nachts, wie ich es heute tue. Jede Menge Frequenzen, die mich betäubt haben. Und vielleicht auch Gas. Vielleicht hat man mir auch vorher etwas irgendwie in mein Essen getan. Meine Lebensmittel im Kühlschrank habe ich damals nicht überwacht und ja, es ist jetzt zu spät für mich, also das Implantat kriege ich nicht mehr raus. Wenn ich zum Hausarzt gehe, sagt er, ja, ich kann kein MRT oder MRA anordnen. Ja, gehen Sie zum Facharzt. Der Facharzt sagt, ja, ich kann das auch nicht, aber in der Psychiatrie. Ja, in der Psychiatrie werde ich so ein Bild natürlich nicht bekommen, da wird man mich dann für verrückt erklären. Die Taktik wird schon seit Jahren gegen mich angewandt. So kommt es eben, dass ich die noch nicht mal einen Beweis erbringen kann. Würde ich einen MRT oder MRA machen, man würde das Gerät sofort erkennen können. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich der Staatsanwaltschaft eine Anzeige einreiche und dann um Erhebung dieses Beweismittels bitte, aber es wird wahrscheinlich nichts passieren. Ich habe hier mal einen Text von einer amerikanischen Internetseite mitgebracht. Das lese ich mal vor.
Ich lese erst auf Englisch und dann übersetze ich. This device is inserted in through the nose or connected with hypothalamus gland. Also durch die Nase eben eingeführt oder also mit dem Hypothalamus gland, ja, Oberfläche oder Masse eben verbunden. Known as the Neuro Brain Radio, this device exists and has been covertly installed in many people around the world. Das ist bekannt als das Neuro-Gehirnradio. Dieses Gerät existiert und ist flächendeckend rund um die Welt im Einsatz. Mehrere Leute haben das schon, also viele Leute auf der Welt. Und ich mach mal gleich weiter mit Deutsch, dann geht es etwas schneller. Also die Opfer haben keine Privatheit ihrer Gedanken und dieses Gerät kann auch zur Folter missbraucht werden von den Operators, also von denen, die das überwachen. Davon habe ich bis jetzt noch nicht viel gemerkt. Die Folter mit Morgellons, Pilzen und andere Mikroorganismen, die in meinem Körper zum Wachsen gebracht werden mit Frequenzen, ist viel schlimmer. Was ich aber merke, ist eine gewisse Trägheit. Also man dimmt mich runter. Zum Beispiel, wenn ich ein Video machen will, dann versucht man, ich spüre auch so eine Art Zippen manchmal. Wenn ein Auto vorbeikommt, dann zippt es ein bisschen. Dann bringt man das Gerät auf Empfang. Ja, also es beeinflusst mich so auch stimmungsmäßig, dass ich eben irgendwie so nix Bock habe und dann immer, wenn ich was Wichtiges tun will, dann nimmt man mich runter, nimmt mir meine Aktivität. Aber es ist jetzt kein stechender Schmerz, dass ich denke, ja, da brennt irgendwas. Also man nimmt es eigentlich gar nicht wahr. Wenn ich das nicht gefunden hätte im Internet, ich wüsste noch nicht mal, dass ich so ein Ding überhaupt habe. Aber mir ist es dann eben wieder eingefallen, dass ich, ja, ich lese mal weiter noch. With evidence in hand, also selbst wenn man den Beweis in der Hand hat, das Gerichtssystem wird das nicht anhören, mit der Entschuldigung der nationalen Sicherheit und den geheimen Regierungsgesetzen, die das eben schützen. Also dieses Vorgehen, dass Leute implantiert werden. Ja, nationale Sicherheit geht vor und dann wird der Fall einfach nicht eröffnet. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch hier in Deutschland sein. Also hier wird noch nicht mal geantwortet. Also ich habe schon mal eine Strafanzeige eingereicht. Das wird einfach nicht beantwortet. Also wenn die Geheimdienste sagen, die Anzeige bleibt in der Schublade oder das nicht befassen, dann wird sich damit auch nicht befasst. Die Staatsanwaltschaft folgt dem. Das zeigt mal wieder, wer hier im Land das Sagen hat. Die Justiz nicht. Also sie müsste das eigentlich ermitteln, weil klarer Verstoß gegen die Menschenrechte, ist Körperverletzung und die informelle Selbstbestimmung. Aber da wird nicht viel passieren. Ja, hier eben noch ein Bild, wie sowas dann aussieht. Also es gibt eine Internetseite, da kann man die ganzen Patente finden. Also da gibt es ein Patent dafür, das sieht dann so aus. Das ist eine Patentschrift, US-Patentamt mit einer Nummer, mit einer kurzen Zusammenfassung. Das ist jetzt ein Patent von einem anderen Gedankenlesegerät. Also es gibt jede Menge davon, aber man findet zu jedem diesen Überwachungsgeräten, die im, also Gehirnimplantate, findet man eben auch die Patente auf einer bestimmten Internetseite. Da könnt ihr mal gucken. Ich meine Mind Control und Patent googeln und dann kommt ihr schnell auf diese Patente. Also die kann man ganz frei im Internet einsehen, lesen, als PDF runterladen. Ja, und die Psychiater,
sagen, wenn man von Implantaten spricht, dann ist man eben schizophren, hat man schizophrene Wahnvorstellungen. Dabei braucht man einfach nur sagen, Sie können gerne bitte mal ins Internet gehen. Ja, so ist es. Aber dann ist man trotzdem verrückt. Auch wenn man es denen vor die Nase hält, es würde auch nichts nützen, weil die Aufgabe der Psychiatrie ist es eben, Leute wie uns, Zielpersonen abzustempeln, möglichst da zu behalten, aus dem Verkehr zu ziehen, ganz egal, wie viele Beweise wir da erbringen. Deshalb mit einem Psychiater darüber zu reden, ist absolut falsch. Das Dümmste, was man machen kann, ich habe das gar nicht erst versucht, ich habe einfach gesagt, nein, Implantate gibt es nicht, weil ich wusste, dass das eine Falle ist. Ich habe das mal in einem Krankenhaus gesagt, da wurde mir ein Psychiater vorgestellt, den ich gar nicht bestellt habe, aber der war auf einmal da, es war eine Psychiaterin. Und die hat mich gleich gefragt, ah ja, also denken Sie, dass Sie ein Implantat haben? Nein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte vielleicht ein MRTA haben. Ja, das können wir gerne machen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, kann ich davon einen Abzug haben oder kann ich das haben? Also ja, darüber diskutieren wir nicht. Also sie wollten natürlich gerne mal gucken, ob das Ding richtig sitzt. Und ein Bild kriege ich dann davon nicht. Das ist dann nur für sie. Ja, so sieht es aus. Ich mache mal weiter mit anderen Bildern, die es noch gibt zu Implantaten. Und zwar können die noch anders aussehen. Hier habe ich ein anderes Modell. Es ist mit einer Nadel und es ist aber etwas flacher. Also das kann man dann nicht mit einer Kanüle versenden oder verschicken. Das ist etwas sperriger, aber kann man auch ins Gehirn einbringen. Hier ist noch ein etwas anderes Modell, wieder mit Patent, also wieder ein US-Patent, wo eben noch eine kleine Zusammenfassung dazu ist, also das wird in den Cortex eingebracht, das sitzt an einer anderen Stelle im Gehirn. Ja, da muss man dann wohl eine OP dazu machen, weil das kann man nicht mal ebenso durch die Nase schieben. Es scheint etwas komplexer zu sein. Das Patent ist von 2014, das ist etwas moderner, etwas neuerer Stand der Technik. Das, was ich habe, ist ungefähr 10 Jahre alt, ist aus den Nullerjahren, ich schätze so 2006, 2008 ungefähr, war dieses Ereignis, wo mir das eingesetzt worden ist. Ja, also meins ist schon etwas älter, funktioniert aber immer noch wunderbar. Also ja, ich kann noch ein bisschen was erzählen über die Erlebnisse, die ich habe. Und zwar ist es so, wenn ich bestimmte Gedanken habe, die witzig sind, fangen Leute in der S-Bahn oder unterwegs, wenn ich irgendwo stehe, fangen auf einmal an zu lachen. Ich habe zuerst gedacht, ist ja komisch, komischer Zufall. Wenn ich irgendwas Witziges denke, dann fangen die an zu grinsen oder zu lachen. Zuerst habe ich gedacht, es ist ein Zufall. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es kein Zufall ist. Meine Nachbarn, die für meine Überwachung eingesetzt werden, missbraucht werden oder vielleicht es auch freiwillig tun, sie wissen ganz genau, wenn ich gehen will, wenn ich den Gedanken fasse, so jetzt muss ich jetzt aber los. Dann ziehe ich meine Schuhe an, dann bevor ich aus meiner Wohnung rauskomme, geht über mir die Tür auf und dann flitzt schon jemand raus, weil sie wissen dann, okay, Feierabend, ich kann jetzt mal eben aufhören mit dem Geballere, mit dem Gerät oder mit der Überwachung oder mit was auch immer. Ja, also ich merke ja dann auch, dass der Schmerz auf einmal dann aufhört und dann sehe ich eben, ah ja. Also ich habe noch gar nicht die Schuhe überhaupt angeguckt. Ich habe einfach nur den Gedanken gehabt, ich gehe jetzt los, das wird sofort empfangen.
Ich habe auch mal das Experiment gemacht, dass ich meine Nachbarn, die über mir wohnen, in Gedanken beleidige. Dann wird der Beschuss stärker, also wieder eine Bestätigung. Und ich vermute, dass meine Nachbarn vielleicht sogar auch ein extra Gerät haben, das meine Gedanken empfängt. Das Ganze lässt sich auch bildlich darstellen, indem man, also es ist wie so eine Art Netzwerk. Es gibt also verschiedene Geräte im Einsatz. Ja, ich habe das vielleicht, ach doch, jetzt weiß ich, wo es ist. Also man kann das Ganze eben auch als Netzwerk einsetzen. Ich zeige das Bild auch mal eben. Also von Individuum zu Individuum, das sind die Menschen, die sich so gegenüber angucken, funktioniert es. Also von Kopf zu Kopf kann diese Gedankenübertragung funktionieren. Da oben dieser Schirm, das können auch Handymasten sein. Das ist das ganz normale Mobilfunknetz, das auch auffangen kann, die Signale. Es kann empfangen und auch versenden, dieses Brain Radio. Und dann können noch Computer angeschlossen sein. Also hier auf dieser Seite sieht man mehrere Computer. Das können Überwacher sein, die Operator, die in einer Zentrale sitzen und die Zielperson überwachen, die so ein Gerät haben. Also was sie denken, was sie fühlen, natürlich auch Ortung. Also wenn man so ein Implantat hat, es hat natürlich auch eine GPS-Funktion. Da wird also mit Satellit immer die Position bestimmt. Also die wissen eigentlich zu jeder Zeit, wo ich bin, weltweit. Also es ist egal, wohin ich gehe, die finden mich überall. Weil, ja, also so kann man sehen, wie das Ganze dann auch also mit einer Zentrale überwacht werden kann. Mit Computern ist mir schon passiert. Aber das würde dann etwas zu lange werden, also wenn ich das alles erzählen würde. Ich habe jetzt noch ein anderes Patent, das ist aus Deutschland. Also die deutschen Wissenschaftler haben nicht ganz so viele Patente wie die Chinesen und die Amerikaner, also US-Amerikaner, also angemeldet. Aber es gibt einiges, oder es gibt etwas, was interessant ist. Und zwar dieser Herr hier, Dr. Nölting Benk. Er ist Wissenschaftler. Er hat, ja, also er lebt nicht mehr. Darunter ist seine Todesanzeige. Also 7 Jahre nachdem er sein Patent herausgebracht hat, ist er gestorben mit 47 Jahren. Die Todesursache weiß ich nicht mehr, das kann man herausfinden, aber auf dem Foto sah er relativ gesund und fit aus und ja, kann jeder sich dazu was denken. Ich werde jetzt mal aus seinem Patent etwas vorlesen, weil das ist wirklich sehr interessant. Seine Erfindung ist nämlich so, dass man gar kein Brain Radio mehr braucht, um die Gedanken jemand anderen zu empfangen. Es funktioniert auch so, dass man direkt den Sehnerv, den Hörnerv oder auch andere Zentren oder Orte im Gehirn anpeilen kann mit einem elektromagnetischen Strahl. Und der Empfänger, der die Gedanken jemand anders empfangen soll, der braucht selber kein Gerät mehr. Das ist wirklich revolutionär und die Erfindung ist wirklich so revolutionär, dass ja, sich der Machtapparat sich die Erfindung angeeignet hat von Herrn Dr. Nölting Benk, und wenn der dann eben ein paar Jahre danach verstirbt, nachdem er das Patent veröffentlicht hat, dann braucht man ihm ja auch vielleicht nichts mehr zahlen, weil diese Erfindung ist überall im Einsatz. Also ich merke, dass also wenn ich mit meinem Brain Radio an einer Gruppe von Polizisten vorbeigehe, dann gucken mich alle synchron an. Sie haben sofort Empfang. Die wissen, aha, da kommt so einer wieder, so eine Zielperson, ohne dass ich irgendwas Krummes mache oder irgendwie mich auffällig bewege oder hektisch, also auf dem Hauptbahnhof steht
Gruppe Polizisten, zwei haben ein Maschinengewehr und die gucken auf einmal, zack, sofort in meine Richtung. Ja, fühlt man sich nicht so wohl. Ich weiß natürlich, dass die keinen Schießbefehl haben. Ich habe da nichts zu befürchten. Aber es wäre durchaus möglich, dass in einer bestimmten Situation mal so etwas kommt. Wir sind noch nicht so weit. Es ist nämlich so, dieses Brain Radio gibt ein Dauersignal von sich, das quasi auf mich aufmerksam macht. Die Polizisten haben anscheinend auch ein spezielles Gerät, das man von außen nicht sieht. Es ist nicht dieses Teil am Ohr, weil auch Polizisten, die sowas nicht am Ohr haben, also so ein Headset oder sowas in der Art, die empfangen mich oder die nehmen meine Anwesenheit wahr, ohne dass sie mich vorher sehen müssen. Und es können, also mein Operator, der gerade im Dienst ist, kann aber auch Befehle über mein Brain Radio an die Polizisten senden. Beispielsweise war ich mal auf einer Demo, dann, also wie von Geisterhand, löst sich eine Gruppe mit 10 Polizisten, versucht so einen Kreis um mich zu machen, mich zu umzingeln. Ja, man hat gedacht, vielleicht mal eine günstige Gelegenheit, den mal sich zu schnappen. Gut, das habe ich dann gemerkt. Ich bin dann einfach einen Schritt in die Menge rein, dass es denen nicht mehr so leicht fiel. Ja, dann haben sie wieder abgelassen von ihrem Vorhaben. Also ja, also es funktioniert. Man kann Befehle praktisch über mein Brain Radio an Polizisten versenden. Die kriegen einen bestimmten Befehl und ich selber höre ihn nicht. Das ist das, was mich am meisten stört. Wenn ich es hören könnte, dann wüsste ich ja, was derjenige sagt. Manchmal funktioniert es auch wie ein Anpreisungssystem. Ich sitze in einem S-Bahn-Waggon und dann auf einmal fangen Leute an, die Ohren zu spitzen. Sie gucken an die Decke, da ist aber keiner und dann hören Sie was und dann fangen Sie an, eine Telefonnummer einzutippen in Ihr Handy und dann fängt der Schmerz an. Also Sie kriegen eine Aufforderung, tipp die Nummer ein, lad diese App und geh auf Empfang mit deinem Handy und dann kann der Operator alle Smartphone-Besitzer, die um mich herum sitzen, quasi als Folterer anwerben. Die kriegen wahrscheinlich auch Geld dafür. Eine App habe ich mal gesehen, da war so ein Glücksspielautomat drauf, das hat dann so Bingo gemacht oder keine Ahnung, es gibt da die witzigsten Apps, die sich der Staatsschutz da hat einfallen lassen, um die Leute eben geil zu machen auf diese Menschenjagd. Ja, man ist da sehr erfinderisch. Ich wollte jetzt doch aber mal langsam anfangen. Dr. Nöltin Bengts Offenlegungsschrift. Die sieht so aus. Es ist Bundesrepublik Deutschland, Deutsches Patent- und Markenamt. So sieht das aus. Und zwar die Zusammenfassung lese ich eben kurz vor. Bezeichnung Gedankenübertragung. Zusammenfassung. Die Erfindung betrifft Einrichtungen und Verfahren zur Übertragung von Informationen über größere Entfernungen mittels elektromagnetischer Strahlung ohne Notwendigkeit elektronischer Hilfsmittel seitens des Empfängers zur Umwandlung des elektromagnetischen Strahlung in akustische oder optische Signale, wie zum Beispiel Radio, Fernseher oder Mobilfunkgerät. Erfindungsgemäß wird gebündelte, modulierte elektromagnetische Strahlung in den Organismus des Empfängers derart gesendet, dass bei diesen Reaktionen ausgelöst werden, die einer beabsichtigten Gedankenübertragung entsprechen. Die Erfindung kann Anwendung finden, zum Beispiel A, zur Unterstützung der Kommunikation mit Personen in Bunkern und verschütteten Personen nach Erdbeben, B, zur unauffälligen Nachrichtenübertragung an Sicherheitspersonal, ja, das, was ich gerade erzählt habe. C, zur Unterstützung von wichtigen Verhandlungen und in der Öffentlichkeit vortragenden Personen.
D. Zur Sensibilisierung von Personen bezüglich wichtiger Themen in Notfallsituationen, zum Beispiel durch Sendung von Gefahrenhinweisen. E. In Kombination mit Detektionsmethoden, also Erkennungsmethoden, zum Profiling und Gedankenlesen von Kriminellen. F. Zur Therapie und Prophylaxe von bestimmten pathologischen Beeinträchtigungen des Hirnstoffwechsels und zur Beeinflussung von bestimmten nicht pathologischen Limitierungen, Stresssituationen und Alterungsprozessen des Hirnstoffwechsels. Ah ja, also das Letzte ist dann nochmal, ja, das soll die Sache eben positiv darstellen. Ich werde das noch ein bisschen vertiefen. Es ist nötig, weil ihr müsst das ganze Spektrum kennenlernen, zu was diese Technologie eingesetzt werden kann, also was damit möglich ist, damit ihr ungefähr einen Eindruck bekommt, mit was wir schon zu tun haben. Sie sagen es nicht, aber ihr könnt mir glauben, die Polizisten sind mit dieser Technologie ausgerüstet, die Geheimdienste sowieso. Okay, ich werde etwas sagen zu detaillierte Beschreibung der Erfindung. Das ist auf Seite 3. Also ich kann nicht alles vorlesen, es ist zu lang, aber dieser Punkt ist wichtig. Detaillierte Beschreibung der Erfindung. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bestimmte unerwünschte Nachrichtenübertragungen zu ermöglichen. Entschuldigung. Ja, da sieht man, wie diese Erfindung funktioniert. Da steht erwünscht und ich habe unerwünscht gesagt. Also Sie können wirklich mir die Worte im Kopf verdrehen. Das ist mir auch schon bei anderen Videos passiert, weil jetzt im Moment ist diese Technik wieder im Einsatz, wenn ich hier spreche. Nochmal von vorn. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bestimmte erwünschte Nachrichtenübertragungen zu ermöglichen, ohne an die Einschränkungen von herkömmlichen verwendeten elektronischen Mitteln gebunden zu sein. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die Verwendung von fernreichender Gedankenübertragung gelöst, wobei die Gedankenübertragung auf Richtfunk beruht. Im Gegensatz zum herkömmlichen Richtfunk wird jedoch der elektromagnetische Strahl, in Klammern Gedankenstrahl, direkt in den Organismus des Empfängers eingekoppelt, zum Beispiel in den Kopf, die Großhirnrinde, das Innenohr, die Gehörnerven oder Sehnerven. In Abhängigkeit von speziellen in den elektromagnetischen Strahl eingebrachten Signalen, in Klammern zum Beispiel mittels Amplitudenmodulationen, Klammer zu, bewirkt diese Einkoppelung beim Empfänger eine beabsichtigte Änderung der Gedanken. Im Allgemeinen ist die Änderung der Gedanken des Empfängers nur statistisch wirksam. Das heißt, es wird lediglich die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Gedanken auf beabsichtigte Weise erhöht oder verringert. Im Einzelfall kann die Änderung jedoch auch determiniert sein. Die Gedankenübertragung eignet sich in einigen Anwendungsfällen zur Kombination mit Beobachtungen mittels Millimeterwellenkameras und mikrowellenbasierten Sprachübertragungen, in der die Hörbarkeit von modulierter Mikrowellenenergie genutzt wird, kann jedoch auch unabhängig davon betrieben werden. Kurzer Einwurf, also Mikrowellenkameras, das sind die Kameras, die auch meine Nachbarn haben. Also da kann man durch Stein, Holz, auch Metall durchgucken. Das ist wie so ein Radar. Ja, damit kann man Personen durch Wände beobachten. Weiter im Text. Zum Beispiel in einer einfachen Ausführung eines Gedankenübertragungsgerätes spricht der Betreiber des Geräts, in Klammern Beobachter, Observer, Klammer zu, den zu sendenden Gedanken in ein Mikrofon. Das elektrische Signal des Mikrofons wird mittels einer Elektronik im
eine Folge von Impulsen umgewandelt. In Klammern zum Beispiel Rechteckimpulse von 100 Mikrosekunden Dauer mit 200 Mikrosekunden Abstand. Gegebenenfalls werden Impulsfolgen computergespeichert und von dort nach Bedarf abgerufen. Klammer zu. Die Folge von Impulsen wird beim Mikrowellenstrahl aufmoduliert, der an den Empfänger gesendet wird und solch eine geringe Intensität hat, dass der Empfänger keine bewusste Wahrnehmung der Sendung hat, sondern diese nur unterschwellig wirkt. Ja, also das ist manchmal so eine Geschichte, dass man nicht mehr weiß, war das jetzt mein eigener Gedanke, meine eigene Idee oder hat mir jemand anders eben das nahegelegt, dass also Sachen, die ich eben noch im Kopf hatte, sind auf einmal wieder gelöscht, sind weg. Ja, weiter im Text. Anstelle der Impulsfolge kann auch ein flankenversteigertes Signal und so weiter genutzt werden. Zum Beispiel in einer komplizierteren Ausführung eines Gedankenübertragungsgerätes gibt der Betreiber, Beobachter, Observer des Geräts den zu sendenden Gedanken in einen Computer ein oder in einen anderen Überträger, der mit Hilfe von Tabellen oder neuronalen Netzen den zu sendenden Gedanken in eine Sequenz von Signalen übersetzt, die dem Mikrowellenstrahl, der an den Empfänger gesendet wird, aufmoduliert wird. Diese Sequenz von Signalen kann mikrowelleninduzierte, bewusst wahrnehmbare akustische Signale, in Klammern zum Beispiel Klickgeräusche, Rhythmen, Sprache, Musik, Klammer zu, und mikrowelleninduzierte, nur unbewusst wahrnehmbare akustische Signale, in Klammern zum Beispiel Klickgeräusche, Rhythmen, Sprache, Musik und mikrowelleninduzierte, niederfrequente, elektrisch wirksame Rhythmen enthalten. Die Berechnung der Übersetzungstabellen zwischen den zu sendenden Gedanken und Sequenz von Signalen erfolgt zum Beispiel unter Ausnutzung eines Satzes von Korrelationen zwischen Stimuli und Reaktionen. Das Training der neuronalen Netze zur Übersetzung zwischen zu sendenden Gedanken und Sequenz von Signalen erfolgt zum Beispiel unter Beobachtung der Reaktionen auf einen Satz von Stimuli. Ja, also wie ihr seht, ich habe jede Menge Mühe, das hier sauber ohne Fehler vorzulesen. Ich denke, es reicht auch erstmal. Es kommen noch Ausführungsbeispiele, die sind besonders interessant.